Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ja, ich habe gerade noch ein Echo gemacht, weil ich gestorben bin beim Boss. Ich wurde gerade abgelenkt beim Start vom letzten Part. Hab da ein Echo gemacht und dann kam: A player is ambushed. Ambushed oder so. Und das ist ein neues Feature vom letzten Patch, aber es war jetzt nicht gerade ein toller Kampf. War einfach so ein zäher Gegner, ein bestimmter Charakterskin, der uns angegriffen hat, wahrscheinlich ein Schatten und mehr nicht. Es war überhaupt nichts. Er hat auch nichts gedroppt, scheinbar, was uns wichtig war und so weiter. Und jetzt versuchen wir nochmals den Boss ohne Ablenkung vom Klingen und jo, gucken wir mal, ob wir ihn schaffen oder nicht. Der Boss ist leider, der lässt uns nicht kurz irgendwie stoppen oder so. Es ist leider Multiplayer. Wir können uns nicht, andere nicht, einfach kurz stoppen. Macht leider ein bisschen viel Schaden. Wir hätten uns ein bisschen vorbereiten sollen noch. Ja, ihr kennt das noch, Nekrotik-Resistenz und sehr weit unten. Greift jetzt mal den hier an, oder was ist los? Eieiei, liebe Minions. Seid ihr blöd oder blöde? Dann wir müssen schauen, dass wir uns regenerieren. Weil ich will jetzt noch nicht die Dinge einsetzen. Die Heiltränke. Hallo, greift den jetzt an. Mach dich so blöde. Wir sind ein bisschen langsam. Okay. Greift den an, nicht den wir. Es hat einfach zu nah an diesen Besten. Weg, 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 weg. Hey, liebe Entwickler, einfach mal uns ein bisschen Zeit nehmen. Wäre nicht schlecht, oder? Ihr könnt doch nicht die ganze Zeit uns das so schwer machen, nur wegen der Zeit. Okay. Also wirklich viele Gegner und so, wenn sie zu schnell werden, man hat einfach keine Zeit. Das Heftigste. Einfach uns mal ein bisschen zeigen. Ja? Oh, leider habe ich sehr viel Mana verbraucht. Heftigst. Also, man denkt sich so, wie die Entwickler asozial sind, wenn sie so kleine Cooldowns und so den Gegnern geben. Das ist auch bei The Legend of Zelda zum Beispiel der Fall. Da würde ich jetzt nie in den Sinn kommen, jetzt auch die neuen The Legend of Zeldas zu holen. Einfach, weil man es nicht will. Andere Spieler wollen vielleicht ein bisschen Schwierigkeitsgrad, aber dann können sie das auf eine andere Weise bekommen, als bei den Cooldowns von den Gegnern und so. Das ist manchmal so asozial, finde ich richtig schlecht gemacht. Also es hat jetzt nichts mit irgendwie, ja, es ist schwieriger zu tun. Es ist einfach, ja, die Entwickler haben keine Lust, eine gute Animation anzubieten und lieber mal, ja, die Animation so kurz machen, wie es geht. Also wir haben den Gegner eigentlich recht gut besiegt. Trotzdem, dass wir so wenige Assistenzen haben. Freut mich. Oh, geil. Dankeschön. So. Da muss ein Weg sein. Also wir brauchen Dream of the Future. Dankeschön. So, und hier brauchen wir Runen, Gold. Adornet brauchen wir auch nicht. So. Das sind ja, glaube ich, die großen. Steht hier irgendwo Adornet? Nein, das sind die Large. Also das sind die großen. Sind das die, wo breit sind? Also jetzt nicht genau. Oder die hoch sind. Gut, ich schau mal kurz währenddessen. Jo, läuft alles gut. Also eben, ich habe ja keinen zweiten Monitor mehr. Der eine ist kaputt gegangen. Und ja, wir können jetzt momentan, also ich kann die Webcam jetzt gerade nicht installieren. Also dieser Monitor, der ist so dünn oben und auch in die Breite nach hinten oder von vorne nach hinten, dass ich
einfach diese Webcam nicht installieren kann. Ich kann sie nirgendwo halten. Ich könnte irgendwas dahinterstellen, stimmt, aber ich habe nichts zum dahinterstellen. Mir fehlt einfach irgendwie so ein Gegenstand, der hoch genug ist oder mehrere. Habe ich leider auch nicht. Ja, ist momentan einfach ohne Webcam, weil sie sowieso richtig gut ist. Ist halt einfach, ja, sehr instabil und geht immer noch einige Zeit nach unten. Ich muss eine neue Webcam, sozusagen. Aber ja. Das machen wir, sobald ich dann wieder Geld habe. Ah, so viele Ausgaben. Vor allem, es wird uns auch nicht viel gegönnt. Ich würde schon gerne weniger ausgeben können und müssen. Aber ich muss halt immer irgendwo mit und dann muss ich immer alles mitzahlen. Und obwohl es eine, ja, für gesundheitliche Probleme wie meine Nervenkrankheit eine Institution ist, also eine Art, ja, Pflege, können sie uns nie etwas, kein Eis, kein Essen mal an einem Mittag und so. Und ihr wisst ja, in einem Restaurant ist es doch ein bisschen viel, ja, teurer. Da hast du einfach kaum Geld, um irgendwelche, ja, elektronischen Geräte und so zu kaufen. Einfach nichts. Ja, ich bin ja dran in einem Job und einem, ja, Sport, wo ich wahrscheinlich sehr viel Fußball, also im Fußball sehr viel verdienen kann. Ich bin zum Beispiel außergewöhnlich gut im Ball halten, also Torwart. Aber jo, wegen gesundheitlichen Problemen werde ich da doch ein bisschen aufgehalten. Ich werde sicher mal, jo, manchmal schon Torwart sein. Ich will natürlich am liebsten Tore schießen. Kann ich als Torwart halt nicht so. Ich könnte es auch versuchen. Am Ende des Spiels noch kurz vor nach vorne gehen und Tor schießen. Aber ich brauche einfach das, was ein Stürmer macht. Diese schnelle. Jo. Sich breit stehen, oder? Der Verteidiger mich nicht erreicht oder so. Das ist auch schön. Ich muss die Kraft investieren in den Schuss. Jo, und ja, gesundheitlich eben ist Stürmer natürlich besser als Torwart. Man sitzt oder steht ja meistens nur. wenn die Ding gut ist, die Mannschaft. Aber anfangen werde ich wahrscheinlich als Torwart. Wo ich einfach so 5 Jahre Pause machen musste mit Profi spielen. Ja, eben meine gesundheitliche Situation ist momentan besser. Also viel, viel besser. Aber es fehlt noch ein bisschen etwas. Ich glaube, ich muss eher nach unten zuerst. Und dann dort oben und dann unten. Ja, einfach nicht so schnell. Diese Gegner, die sind mir neu, also die sind jetzt nicht so oft vertreten. Also in der Kampagne waren die, glaube ich, nirgends so, oder? Poison Resistance, cool. Also Boots mit so viel Poison Resistance. Wäre eigentlich optimal, dann haben wir schon gute Poison Resistance, oder? So, leider ist das irgendwie komisch, das Level, also nee, halt. Also eigentlich dieses Gebiet, was, glaube ich, vor dem Lager kommt, was wir dann vor dem Tempel of Terror haben. So, dann kommen wir am besten dorthin. Einfach immer entgegen. Die zerbröseln immer so. So, ja, diese Spires, gell? Ja, was heißen sie? Sind eigentlich am langweiligsten. Weil man immer auch ein bisschen abgelenkt wird, so ein bisschen ausweichen muss oder was auch hinten könnte.
Sie nerven einfach. Sie gehen auf den Keks. Ich denke, die Entwickler werden das bald auch mal rauspatchen, wenn sie überhaupt etwas für die Fans machen. Aber es nerven sich sehr viele. Jo, die Waffen tun wir nicht so gut schnell töten, weil wir auch immer noch ein bisschen überlegen sind. Vom Level her und so. Vom Equipment. Aber irgendwie, trotzdem, es macht mir irgendwie Spaß, weil es auch wieder etwas Neues ist, hier mit diesem anderen Gegner auszuweichen. Ich mag es so. Diese Vielfältigkeit von dem Gegner. Das ist unglaublich gut. Meine Güte, ich habe immer so viel Spaß auf diesem Spiel. Auch wenn wir nicht viel machen. Zum Beispiel gerade grinden müssen dann. Und ja. Ihr wisst es eben, ich werde wahrscheinlich ja, einfach weitergehen. Oder? Den Boss machen. Und danach ja weitere machen. Bis ich entweder die Corruption über 50 machen kann. Oder wir einfach ein bisschen gelevelt sind und ich kann das grinden. Ich kann eventuell mal einen Livestream machen. So schnell wie möglich mit dem zweiten Bildschirm. Sonst muss ich es über Handy machen. Da kann ich auch nicht so gut lesen. Ich denke, ja, wir warten noch mit den Livestreams. Ja, ich tue es ein bisschen überspringen, weil es ja nicht so gut war. So, irgendwo hier oben ist der Boss. Oder das Reich. Na. Ich will jetzt nicht so lange mit Item vergleichen. Was in der Nacht im Monolithen. Minion Spell Damage, man. Ist ein bisschen zu wenig. Minion Spell Damage. Also, und ich werde währenddessen eben diesen Spriggan-Bild nochmals weitermachen, versuchen. Oder ich warte, bis ich den Gürtel habe. Dankeschön, Krankenwagen. Meine Güte, wenn man die Zentrale in der Nähe hat, kommen immer viele vorbei. Gucken mal schnell. Nerven uns mal schnell ein bisschen. Ja, die müssen nicht irgendwo hin, um irgendjemanden zu retten. Nein, sie müssen nur Kraft machen. So, also, Portal wollte ich nicht öffnen. Oh, Critical Strike, aber da ist 56. Und hier Poison Resist. Ja, und cool, da. Cool. Ignite, Health Rap. Ja, nicht. Den Schlüssel brauche ich. Diese Waffe habe ich, glaube ich, schon. Und so viel Void Damage, okay, nehme ich an. Und Minion Health, genau, das war ja das, was wir kurz equipped haben. Also, was haben wir denn hier noch? Nur Schrott. Gut. Also, ich möchte gerne Void Knight nehmen und hier oben mal Void Resistenzen. Und danach, ja, ich schau lieber noch. Also passive, Void Knight, nur 5 Punkte dort rein. Okay. Ja. Also, dann haben wir hier schon mal, ja, 2. 2 Legendary Echos. Vielleicht kommt ja der Helm jetzt dran. Was haben wir für einen Level? 60. Oh. Wir könnten eigentlich die Rüsse jetzt tragen. Ich habe jetzt gedacht, wir sind noch nicht so weit. Aber wir sind schon Level 60. Cool. Wir sind erst Level 59. Okay, nice. Nochmals die zwei. Die zwei gleichen. Spiders. Aber nice. Also, mit der Rüssi bekommen wir, glaube ich, ein bisschen mehr Leben. Mit den Minions oder so, oder Armor. Das ist, glaube ich, Armor. Und mit dem Helm ein bisschen mehr Schaden, kann das sein? Ui, ich sage wieder Sachen, die ich, glaube ich, nicht so richtig nennen kann. Ja, ja, gehen wir oben drauf. Ja, wir müssen auch oben drauf wahrscheinlich. Jo.
sehr entspannt. Ist schon cool, dass wir jetzt endlich auch so weit sind mit diesem Bild. Er hat ein bisschen einfach Startschwierigkeiten gehabt. Aber mittlerweile geht er echt gut. Ich hoffe, die waren jetzt nicht einen Umweg oder so. Es sah so aus, als würde ich hier oben links durch müssen. Ja, die sind sehr nah. Als sie so nahe sind, hat sich das so stark verändert in der Richtung. Gut, ja, Gebet können wir jetzt langsam dann schnell vorwärts kommen. Und mit einem anderen Bild, wenn man so wenig zockt, ja, schafft man es wahrscheinlich gar nicht. Außer ihr habt ein Bild, der wirklich alles rockt, auch wenn man wenig spielt. Ja, mit einem Let's Play hast du einfach nicht so viel Zeit zum Grinden. Du hast ja auch andere Let's Plays noch. Jo. Soll auch nicht immer die ganze Zeit spielen. Aber das ist irgendwie auch das Tolle, weil es gibt einen höheren Schwierigkeitsgrad. Ihr habt einfach wie so eine Art Challenge noch nebenbei. Ist schon gut. Ja, ich muss schon mehr Videos hochladen können, wenn die Zeit fehlt. Ich bin halt immer wieder unterwegs. Ist sehr viel Arbeit. Dominion Health, Resistenzen, Critical, nicht gebraucht. Aber ich habe ja schon wieder zu viel im Lager. Also der Gladiator's Wolf. Wollte ich nicht haben, liebes Spiel. Wollte ich einfach nicht haben. So, können wir das einfach ersetzen oder bekommen wir irgendwas minus über hier, wir unbedingt brauchen? Da ist dann was. Ah, der Punkt ist rausgegangen. Ja. Den möchte ich aber wieder haben. Wieso wird nicht einfach der letzte rausgenommen? Ja, gut. Dann haben wir einfach ein bisschen weniger Schwerter gleich. Dafür haben wir hier. Ah, wenn Hit. Wenn wir getroffen werden, haben wir 11% Chance. Eine neue Waffe erscheint. Also es ist doch Damage, das ist doch die Resistenz auf Damage, die andere, der Helm ist ab Farmer. Okay. Gut. Nochmals kurz schauen. So. Aber auf die Dauer schauen, dass ich nicht zu sehr überziehe. Dann hat YouTube wieder Probleme mit der Verarbeitung. Ist nicht so. Gut aus. Dieser Wurm. Hackt drei Mitte. Dieser Wurm erscheint zweimal. Ja, zweimal. Und sonst ein Meme. Bitte ist Strike für. Ich habe ja auch den Bait mit dem schnellen Angreifen von. Sag mir den Namen von diesem Skill. Ja, dieser Blutskill. Punktur. Und der, habe ich irgendwie das Gefühl, ist einfach nicht fertig, der Bild. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich jetzt den weiter level, dann werde ich irgendwann mal an meine Grenzen stoßen, weil einfach ich nicht genau weiß. Jo, bringt das etwas ohne den Bogen? Weil der Bogen ist scheinbar schon Pflicht. Der ist auch ein bisschen higher level. Hier wahrscheinlich auch noch 20 bis 40 Level. Bis ich den dann auch tragen könnte, wenn ich ihn hätte. Aber mal gucken, also. Ich investiere mal die Zeit in den Bogenbild und wenn der nichts wird, investiere ich die. Nicht Aufnahmezeit
in Spring geht. Oder machen wir dann einfach so ein bisschen einen eigenen Beet noch draus. Aber ich habe nicht mehr so viel Lust auf die Minis. Die sind doch manchmal dann wieder ein bisschen zu schnell tot und so. Es skaliert nicht so gut alles. Ja, und die Rösti, merke ich, war Pflicht. Ich bekomme schneller die Minions über. Trotzdem, dass ich bei Babywind einen wichtigen verloren habe. Volcano. Oh. Die Waffe könnte auch mal gewafft werden. Schade. Ja, nehmen wir noch Meitere. Ja, lieber. I help. Minions mal mehr schauen. Gut, eine Arena scheinbar. Also sehr toll. Das Bild. Der Rüssi. Und der Helm habe ich hoffentlich bald. So, jetzt haben wir gerade hier ein bisschen Stau auf der A3. So. Schaden? Ich habe jetzt gerade ein bisschen geschaut, ob der Golem Schaden macht gut. Er ist ja High Health. Also. Ist immerhin gut. Eben diesen Echonot, das hat auch mit viel Leben mehr Schaden macht. Aber gar nicht so viel, es waren 30%, oder? Das Skeletons drin. Skeletons. Skorpione. Ich rede wieder Stuss. Ich bin immer sehr am Spiel denken und so. Ein Ausweichen denken. Kann ich nicht immer ganz genau reden. Das, was ich will. Also ich will es nicht. Ich will es falsch sagen. Das ist einfach ein bisschen die Konzentration durch meine Krankheit auch. Also wenn ich irgendwas Blödes rede, nicht genau rede oder so. Einfach. Es passiert ja nicht oft. Es passiert vielleicht ja in 60 oder 90 Minuten einmal für. Was auf Englisch halt anders sagen und anders meine. Nein, also, ja. Etwas anders sagen, obwohl ich es nicht meine, genau so. Ja. So. Aber habt ihr sicher auch schon mal gemacht, wenn man irgendwie mehrere Sachen auf einmal machen muss, man hat einfach nicht mehr so die Konzentration. So, vor allem wenn man so geil abgelenkt wird von einem Spiel. Ja, man würde am liebsten einfach nicht spielen, nur reden. Oder ist es auch wieder langweilig, oder? Nochmals mehr? Also zweimal, nein, ich gehe hier rüber. Resistenzen machen bei den Gegner gar nicht so viel aus, wenn man auch nicht so weit ist. Also im Endgame wahrscheinlich schon viel mehr. Komm raus. Also. Ich finde, dieses kleine Level in den Akten haben sie gut erweitert in den Minuten. Kommt ja eigentlich in Akt 3 ganz am Anfang. Nein, Akt 2 ganz am Anfang. Akt 3 ist ja dann die Reise zum Eterial-Tempel. Jo. Viele mögen dieses lila Zeugs. Ich
finde es jetzt zum Beispiel nicht so realistisch. Eigentlich ist ja Void die schwarze Materie. Sieht halt echt nicht nach schwarzer Materie aus. Bisschen zu viel, einfach ja, Pudding. lecker. Nein, Brombeer Pudding. Noch ein bisschen Blaubeer drin. lecker. Wie würde Void stinken? Nach Weltraum, also so nach Stickstoff oder so. Nach Helium. Habt ihr schon mal einen Ballon mit Helium drin? So ein bisschen gezogen. Ich weiß noch ganz genau, wir waren mal in einem großen Einkaufszentrum mit der Schule. Und dann haben wir ein paar Heliumballons gekauft und gezogen dran. Das ist der Gegner vor dem Ethereum-Tempel. Ist einfach größer. Ich dachte schon, dann gibt's so. Er hat einfach einen neuen Skin bekommen. Man erkennt ihn noch nicht so sofort. Also ich. Ist ein bisschen zu dunkel, habe ich so das Gefühl, oder? Man erkennt ihn fast nicht. Ja. Richtig geil, der Bild schon. Jetzt kommen wir ein bisschen besser vorwärts. Minion Damage ist zu wenig. Kriegen wir auch mal gute Einzel? Also ich habe, weiß nicht, vor einem Jahr oder so noch viel bessere bekommen. Die haben das genervt scheinbar. Wenn man noch nicht so weit war in den Monolithen und jetzt, ja, eben sind wir erst im zweiten Monolithen und trotzdem haben wir doch keine bisschen Geld in der Hinsicht. Wenn wir doch hier schon zwei Schreine haben, ja. So, dann kann wir sicher ein bisschen über okay, wir haben noch nicht so viel. Sehr gut. Jo, ihr habt wahrscheinlich da einfach Standbild, weil ja, Twitch Studio macht da gar nichts. Mal ein Bildschirmaufnahme so reinzutun oder ein Fensteraufnahme. Nein. Es ist eine Aufnahme, die heißt Spielaufnahme. Bleibt zum Spiel. Und es gibt ja so eine Art Bildschirmaufnahme, also nicht immer. Ich habe jetzt momentan nur die Spielaufnahme, deshalb ist das Standbild. Kommt der Gegner von oben? Hey. Ist eigentlich ganz hier oben. Da, wo wir gestartet sind, ist er nicht. Ah, das ist einfach so, wir gehen runter und er verschiebt sich halt einfach durch das. Das in der Nähe war vom Start. Ja. Okay. Das sind ja die Spikes. Da ist er schnell gecheckt. Zu viel, gell? Ah. Genau, was mir. So, da ist der. Oh. Ja, das Level, genau das Level, was am Ende eines Parts ist, zieht sich da. Ja, das Gebiet ist ja auch in Akt 3. Und da startet man ja unten links, glaube ich. Und nicht oben. Hätten wir noch ein bisschen besser angehen können, wenn wir es zum Kennen würden. Durch dieses Gebiet gehe ich immer im Graben wegen.
Jojo, da haben wir den zweiten Spike. Der letzte ist auch. Sehr gut. Ja, so ein tolles Level. Ich bin erfreut, dass die Entwickler sich auch Mühe gemacht haben mit dem Game, also mit dem Level Design und so. Ist zwar nicht optimal, also manche Level sind auch sehr langweilig oder sehr, sehr lang gestreckt. Andere sind wiederum irgendwie zu kurz, aber ja, ich finde es noch cool. Also ich mag das Spiel jetzt schon natürlich so, wie ich lange spielen will. Die Entwickler bringen ja Updates. Das ist nicht so viel, aber sie haben wahrscheinlich jetzt momentan auch ein bisschen personelle Probleme. Ja, weil zu wenige Entwickler einstellen können. Und ja, die Türkei hat ja einfach finanzielle Probleme. Ja, und der Erdogan ist ja auch wieder weiter Präsident geblieben. Ein anderer würde das tausendmal besser machen können und auch nicht so diktatorisch sein. Ist einfach das Land, was halt auch den gleichen Fehler macht, eine Diktatur. Und die Leute müssen einfach dem Diktator folgen lassen. Ist ein bisschen schade, aber jo, der Mensch muss halt auf sich schauen und nicht auf andere. Oder sonst halt sterben. Nein, er wird, ja, sie werden auch nicht umgebracht, wenn sie anderer Meinung sind, aber ins Gefängnis werden sie halt schon kommen und so. Wir haben keine Freiheit, ja. Und wir in der Schweiz haben so viel Freiheit, dass jeder so, ja, chaotisch wie möglich macht. Kann ich gerne auch mal ein bisschen reden über die Schweizer. Aber nerven können sie. Also laut Autofahren, Rasen zum Beispiel. Oder auch, zum Beispiel sehr eigenwillig tun damit und so weiter. Zu viel Freiheit ist leider auch nicht gut. Also, dann Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Tschüss.